Massage gekriegt hast, dann wussten die das nicht, ob du die Massage gekriegt hast. Ne? Und dann hab ich mal gehofft, dass du da bist. Vous êtes Madame Morin? Ja. Die Telefonin ist für Sie. Das ist doch wahrscheinlich. Ja? Hallo? Ja? Ah, Dicke. Wann kannst du denn kommen? Ich war schon. Die Toiletten sind nicht. Nein, nicht die Toiletten. Wir sind doch oben raufgegangen zum Tisch. Da oben ist jetzt so eine Gesellschaft. Wo geht's denn ins Restaurant weiter? Also hier ist eine Hochzeit, die stattfindet. Ja, wir waren doch oben. Und waren Sie an welchem Tisch mit der? Bei 32, folgt mal. Das war Nummer 21, Nummer 22. Ja. Das ist hier nach da. Ja. Sag mal, Schätzchen, wo warst du so lange? Also erstmal war Christoph jetzt am Telefon und musste seinen Frust loswerden, sagte er. Und dann ist mir was Verrücktes passiert. Was ist dir passiert? Dann gehe ich vom Telefon an der Bar, gehe ich also wieder zum Eingang, wo wir reingekommen sind. Warte, lass mich vorstellen. Ja, da unten sind wir mit der hübschen Glastür. Ja, also nicht, ich gehe nicht raus, sondern ich gehe Richtung Eingang und gehe dann die Treppe hoch. Mhm. Wir sind doch links hochgegangen, oder nicht? Und ich komme da hoch, da ist das so ein Raum wie hier, ist deine Hochzeit. Wie süß! Ja, aber du denkst, du bist nicht ganz da. Ich denke, was ist jetzt los? Nicht. Dann bin ich wieder runtergegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, wir sind doch hier hochgegangen, wo ist denn das Raum? Und dann sagt er, die andere Seite, jetzt bin ich die andere Seite hochgegangen. Und ich meine, wir wären hinter der hier, die links. Also ich, du kannst mich erschlagen, ich hätte gewettet, dass wir links hoch sind. Ich meine, da kommst du dir vor, als wenn du in einem Film bist, wo das Gedächtnis plötzlich aussetzt oder wo irgendwie jemand dich zum Narren hält oder sonst was. Das ist total geklappt. Die Telefonie ist passiert. Der Running-Gag des Abends kommt nicht. Gute, das machen wir jetzt noch 5-mal. Exerzit. Hallo. Ja. Ich komme dann gleich. Ja. Ne? Ciao. 10 Minuten bin ich da. Ja, ciao. Also, okay. Ja? Kein Problem. Madame, vous cherchez les toilettes? Non, je cherche pas. C'est en bas les toilettes. Pas à manger, non. Non, les toilettes c'est en bas. Oui. Mais je vergesse immer, ich gehe immer die falschen Treppen hoch. Suchen Sie
Sie die Toiletten? Nein, ich suche wieder diesen Speiseraum. Da bin ich doch hochgegangen, oder wo? Also die Hochzeit ist hier und ihr Raum ist da. Das ist darf doch nicht wahr sein. Wieso verwechsel ich das? Das passiert oft, ist öfters, die Leute hier ein bisschen verwirrt, weil es der, die Einrichtung... Nein, kommen Sie. Sie das gibt es wohl nicht. Dasselbe Spiel wie eben. Sag mal, du gehst jetzt auch mal runter, bitte mal. Was? Was ist los, Ute? Das darf nicht wahr sein. Ich bin schon hier. Jetzt bin ich gedacht, habe ich gedacht, ich bin richtig gegangen. Ja. Du hast Vielleicht gedacht. Bin ich wieder bei der Hochzeit, aber jetzt ist die leer. Jetzt ist die Hochzeit weg. Das verstehe ich jetzt nicht. Was war mit dir? Ich habe dasselbe Spiel mit mir wie eben gemacht. Ich bin die falsche Treppe hochgegangen. Und dann? Was war dann? Kam ich runter und dachte, jetzt bin ich doch richtig gegangen. Und? Was war oben? Die Hochzeit war weg und da wurde gefegt. So, und dann hat da einer gefegt. Die denken, ja, ich bin bekloppt, ich gehe nicht mehr ans Telefon, da gehst du jetzt ans Telefon. Sag mal, was darf denn, wo sind wir hier, sag mal? Paris! Hunger. Jetzt habe ich schon gar keinen Hunger. Hab ich total bekloppt. Oh, wundervoll, Essen. Dankeschön. Bon Appetit. Bon Appetit, Mascha. Das sieht ja hübsch aus. Mhm. Ich komme mir bekannt vor, sind Sie? Kann schon sein. Spielen Sie nicht in der Lindenstraße? Mhm. Also ich bin so ein bisschen Autogrammsammler. Mhm. Würde Ihnen das was ausmachen, mir ein Autogramm zu geben? Ah, nee, passen Sie auf, ich habe da so ein Buch. Ich habe das unten im Mantel, ja. In der Garderobe. Ich bringe das hoch, können Sie mir dann eins schreiben. Dankeschön. Ja. So, das Buch habe ich. Sie haben was zu schreiben? Haben Sie? Ja, ich habe hier auch. Dankeschön. So, Frau Mora. Ich bin wirklich, also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wirklich, ich habe Sie, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, hier ist mein Buch, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, sehe ich Bertha Griese. Wo soll ich da? Ach, ist egal. Moment, das ist mein Adressenbuch. Also, würden Sie mir das bitte wieder zurückgeben? Ja, sicher. Ja, danke schön. Ich komme gleich wieder. Ja. Und wir. Das gibt mir aber schon zu denken. Du meinst, Frau Alzheimer lässt grüßen? Ja. Oder spinne ich jetzt auch? Können Sie vielleicht hier reinschreiben, in Liebe für Frank? Oder vielleicht einfach nur April.